Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Die besten Partien der Schachgeschichte, die fast keiner kennt. Einer kennt sie natürlich, unser FM Sven Mühlenhaus. Hallo. Ja, grüß dich, Andreas. Was hast du heute ausgegraben? Heute habe ich ausgegraben wieder eine Partie, ähnlich wie der von Vaganian gegen Planinets, die der ein oder andere kennt, aber die eben auch nicht in den Partiensammlungen so weit breit getreten worden ist. Gesehen hatte ich sie irgendwann mal, wo es zum ersten Mal war, weiß ich nicht mehr. Und ich hatte jetzt als Quellen, auch als Ausgangsbasis für die Analysen, einmal die Anmerkungen in der Megadatabase, dann Pinters verbale und auch Variantenkommentare in der Deutschen Schachzeitung in der Ausgabe von 1984. Also die Partie ist Portisch gegen Pinter aus der ungarischen Meisterschaft 1984. Und Pinter hatte eben auch noch im Informator Nummer, mal gucken, welche Nummer das war, irgendwann in den 40ern oder 30ern, wo ist die Maus, da ist die Maus, so. Das war im Informator 37, die Partie 473. Kann also jeder, der ihn zu Hause hat, nachschlagen. Genau, also wir spielen sie jetzt nach. Informator 37 ist eigentlich einer der Klassiker. So, fangen wir also an. Portisch mit Weiß. Portisch mit Weiß, D4, Springer F6, C4, E6, Springer F3. Könnte jetzt noch Damenindisch werden, aber Pinter leitet jetzt ins normale Damengambit über mit D5, Springer C3, C5, sogenannte Semitarasch-Verteidigung. C mal D5, Springer mal D5, E4. Der Zug E4 führt zu relativ forciertem Spiel. Ist ja logisch, weil sich jetzt auch auf C3 was abtauscht. Also E3 ist ein bisschen gehaltvoller. Das sieht zwar ruhiger aus, aber da gibt es einfach noch viel mehr Möglichkeiten, auch für Weiß, das Spiel in verschiedene Bahnen zu leiten. So, also dann kam auch bei E4, Springer C3, B mal C, C mal D, C mal D. Und die mit großem Abstand am häufigsten gewählte Hauptvariante ist eben der schnelle Entwicklungszug mit Tempo Läufer B4, Läufer D2 und dann Läufertausch und Rochade. Und jetzt habe ich meine Twig-Datenbank nicht auf den letzten Monat aktualisiert, aber was das Jahr 2012 an Großmeisterpartien hergab, war das Ergebnis in dieser Stellung ausgeglichen. Mhm. Ja, in 12 Partien. Genau, jeder hat zweimal gewonnen, weiß und schwarz, und der Rest war Remis. Ja. Aber Pinter hat Pinter hat die einzig auch häufiger gespielte Variante gewählt, nämlich Springer C6. Der Zug selber ist zwar relativ alt, gab es schon in den 30ern, aber ohne Hintergedanken. Und der Erste, der den Zug eben wirklich mit einer Idee auch belebt hat, war Bobby Fischer. Der hat nämlich nach Läufer C4, was auch in dieser Partie vorgekommen ist, mit B5 eben ein neues Konzept da zutage gefördert. Den Bauern darf man natürlich nicht nehmen. Denn dann erwischt es den Läufer sofort und folglich muss der Läufer sich zurückziehen. So, zurück noch statt B5. Also Spassky hat das schon mit beiden, hat das zweimal mit Weiß gehabt bei WM-Kämpfen. Und zwar statt B5 Läufer B4, war vorher so der angezeigte Zug. Das ist also eine sehr berühmte Partie, die werden wir hier eben nicht in unserer Reihe diskutieren, weil die zu bekannt ist. Da gehen wir nur ganz schnell durch, weil die eben so wegen des Damenopfers und wegen dieser exemplarischen Verwandlung des freien D-Bauern, der sehr typisch ist für diese Variante, also sehr lehrreich ist. Läufer D2, Läufer schlägt D2, Dame schlägt D2, beide Seiten rochieren. B6, Turm AD1, geht schon mal direkt hinter den Kandidaten. Läufer B7. Müssen wir noch sagen, es war eine WM-Partie. Genau, das war Spassky gegen Petrosjan, die fünfte Partie. Turm FE1, Turm C8, D5 mit Ausrufezeichen. Ich habe jetzt hier bei den Kommentaren nur die Bewertungen drin gelassen. Varianten, da müsst ihr zu Hause mal in euren Büchern nachgucken. E mal D5 ist halt als schlecht markiert. Läufer schlägt D5, Springer A5, Dame F4, Dame C7. F5, Läufer schlägt D5, E mal D5, da ist er wieder, der D-Freibauer.
Dame C2, Dame F4, also er gibt den Bauern A2, weil er um die Stärke seines D-Bauern weiß. Da schlägt A2, D6, CD8, D7, Dame C4, Dame F5, H6. So, jetzt ist der Bauer gedeckt. Jetzt können wir die Türme auch anderweitig einsetzen. Turm C1, Dame A6, Turm C7, B5, Springer D4, Dame B6, Turm C8, Springer B7. Jetzt wird der Turm noch angegriffen. Da ist schon Polen offen. Springer D6, aber letzter Versuch, musste man auch vorher sehen. Aber jetzt kann Weiß die Dame opfern. Springer schlägt D8, Springer F5, Springer C6. Und gegen Turm E8 in erster Linie ist ja kein Kraut gewachsen und dann bleibt man da auf dem Minusturm oder sowas hängen. So, das war also Spasski gegen Petrosian. Aber im 9. Zug kam halt B5, Portisch geht zurück. Werden beide natürlich gekannt haben. B2, genau. 15 Jahre später. Also die alternative Läufer D3 ist in einer weiteren WM-Partie Spasskis, nämlich gegen Fischer, in praktisch der Stammpartie von B5 vorgekommen. Jetzt gibt Pinter das Schach auf B4. Läufer E7 ist von Paul Okojewski mal angegeben worden als nicht so gut. Rochade, A6, A4. Also das ist jetzt eine ganz typische Bekämpfungsmethode dieser schwarzen Mehrheit am Damenflügel. B4 und jetzt D5. Das ist mit Vorteil für Weiß laut Paul Okojewski. Und Läufer Dora 6 ist von dem australischen, vor allem Fernschachspieler Cecil Purdy angegeben worden, als spielbar. Auch hier Rochade A6, nach der Rochade hängt ja B5, weil das Schach auf A5 nicht mehr möglich ist. A4, B4, D5 und jetzt sehen wir den Unterschied von Läufer D6 zu Läufer E7 nach E mal D kann man den Springer nach E7 stellen und das sollte eigentlich okay sein für Schwarz. Man kann gleich rochieren, der D-Bauer ist blockiert und die eigene Mehrheit ist noch gesund am Damenflügel. Aber alles natürlich noch sehr dynamisch. Genau. Es kam zehntens Läufer B4, Läufer Dora 2, Dame A5. Der stärkste Zug ist an dieser Stelle, aber der war damals noch nicht bekannt oder hat man noch nicht gefunden in der Heimanalyse, ist A4 im 12. Zug. Hier sind jetzt zwei Partiebeispiele angegeben, wo beide relativ exemplarisch zeigen, wie Weiß da vorgeht. Wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Portisch hat sofort auf B4 getauscht, wonach er jetzt objektiv keine Aussichten auf Eröffnungsvorteil mehr hat. Dame schlägt B4, Dame D2 und Läufer B7, dieser normale Entwicklungszug, ist damals eine Neuerung gewesen. Vorher hatten die Weißen sofort auf D2 getauscht und das spielt dem Weißen eigentlich ein bisschen in die Hände. König D2, A6, Turm AC1, jetzt ist man ein bisschen schneller, auch mit Verdoppelung auf der C-Linie. Und Läufer B7 spart ein Tempo. Wenn wie in der Partie Weiß A3 spielt, hat er keinen Entwicklungszug gemacht. Noch ein B4 nehmen. Ja, und selber zu tauschen bringt jetzt taktisch nichts. Dame B4, Springer B4, ich kriege sogar Läufer B5 mit Schach, König E7. Jetzt hängt E4 und auf C2 droht auch eine Gabel. Was. Also würde man rochieren müssen dann wahrscheinlich. Und nach Läufer E4 würde ich sogar lieber schwarz spielen, weil ich die bessere Bauernstruktur habe. Zum Gewinn sollte es nicht reichen, aber wenn hier einer auf Vorteil spielt, dann schwarz. Also es folgte aber 14. A3. Jetzt werden die Damen getauscht und es ist ja eine ganz ruhige Stellung. Und das ist schon interessant, dass da noch richtig die Hütte brennen wird. Wieder hängt B5, muss also gedeckt werden mit A6, wieder typisch A4, B4 und jetzt vielleicht eine kleine Ungenauigkeit. In den Originalkommentaren wurde es so als mindestens ungenau, wenn nicht sogar als Fehler gebrandmarkt, A5. Gut, die Idee ist klar, ich lege den A6 fest als Schwäche und isoliere auch den Bauern B4. Aber es ist eben auch ein Zeitverlust. Also bei normalem Entwickeln, Turm AC1 oder auch Turm HC1, spielt Schwarz halt König E7 und die Stellung dürfte sich dann auch im Gleichgewicht befinden. So A5 und jetzt spielt Pinter gegen den Bauern D4 als
Schwäche, weil es hat er eben diese Zeit auch bekommen. Sehr logisch. Ja, der muss gedeckt werden. König E3 und jetzt auch ein typisches Verfahren. F5 gibt es auch in irgendeiner alten Partie, Chigorin-Verteidigung, Pillsbury gegen Chigorin, auch, dass dieses Zentrum von Weiß mit F5 angegriffen wird und ich kämpfe damit auf jeden Fall auch das Feld D5 frei. Na gut, als Grünfeld-Indisch-Spieler fühle ich mich da auch sehr erinnert an einige Strukturen und Motive. Portisch hat sofort auf F5 geschlagen, das ist keineswegs erzwungen. Es war auch möglich, ohne in Nachteil zu geraten, Turm HC1 sich weiterzuentwickeln. Aber naja, das muss man dann konkret auch durchrechnen. Denn Schwarz kann natürlich auf E4 schlagen. Ich kann nicht wieder nehmen wegen Sprenger D4. Aber ich kann jetzt eben auch ausnutzen, dass der C6 angeguckt ist. Also Läufer schlägt A6 ist möglich. Und je nachdem, wie Schwarz sich jetzt entscheidet, er kann den wegnehmen auf A6. Turm schlägt C6, E mal F, wird alles weggefressen. Turm E6, König F7, Turm A6, F mal G2, König F3, Turm A8. Wenn Weiß hier abtauscht, Turm A8, Turm A8, König G2 hat zwar noch einen Bauern mehr, aber König E6, der schwarze König steht so stark im Zentrum, wird sich um den D4 kümmern und Schwarz hat selber auch noch einen Freibauern auf B4, also da ist null Gefahr für Schwarz. Ja, die vier weißen Bauern sind ja auch nicht sehr stark. Genau. Das heißt, wenn Weiß jetzt irgendwie weiterspielen möchte, sollte er da nicht tauschen. Nehmen wir mal Turm C6 und dann verfolgt Schwarz einfach die gleiche Strategie, Turm HC8, er kümmert sich um diesen aktiven Turm. Man sollte jetzt nicht versuchen, schlau zu sein und sagen, aha, der Turm A1 muss ja das Umwandlungsfeld decken. Denn nach Turm A5, Turm A5, G1 Dame, wird man nach Turm A7 nebst Turm C8 matt gesetzt. Das ist nicht so optimal. Also das wäre jetzt, wir gehen nochmal zurück in die Stellung in der Variante nach 20. Läufer A6. Das war jetzt die Variante, wenn man schlägt. Mhm. Ich kann auch versuchen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Ich gehe zurück nach A8. Jetzt hängt der Springer von Weiß, muss also weg. Und jetzt kriege ich auch noch den D4. Wunderbar. Aber die ganzen schwarzen Bauern sind ja auch keine Zierde. Weiß kümmert sich erstmal um den B4 mit Turm AB1. Springer F5 drängt den König zurück. König E2, Turm B8. Turm C4 greift nochmal an. Jetzt mit Läufer D5. Jetzt habe ich alle Puppen schön kompakt zusammen. Dann wird getauscht auf B4 und König E7, ebenfalls mit Ausgleich. Wahrscheinlich wird sich einer der E-Bauern gegen den A-Bauern abtauschen und dann kann man die Hände schütteln. Ja. Aber Text war 18. F5 und Portisch hat geschlagen, E mal F, Läufer C4. Gut, jetzt kann man auch nicht mehr rochieren, also dann kann man genauso gut auch König E7 spielen. Wenn Weiß jetzt sich normal in Anführungszeichen entwickelt, Turm HD1, also auch den Bauern unterstützt, geht der schwarze König weiter nach F6 und der schwarze Plan ist eben einfach auf der D-Linie die Türme zu verdoppeln und weiterhin Druck auszuüben. Ja. Man muss auch als Weißer immer mal auf F5, F4 aufpassen, wenn sich da wirklich der F-Bauer gegen den D-Bauern tauscht, bleibt vielleicht am Ende nur so ein gefährlicher B-Bauer übrig. Also Schwarz sollte aber keine Probleme haben. Also hat Portisch D5 gespielt und mehr oder weniger, der einzige Zug ist jetzt dieses Figurenopfer König F6. Zeigen auch die Kisten sofort an. Okay. Verstehen Sie bester Zug davon. Und 0.0. Okay. Und da hat der Pinter wahrscheinlich eine halbe Stunde überlegt und musste es doch eigentlich nach Gefühl spielen. Ja, es ist so, wenn ich zurückgehe mit dem Springer, sieht alles. Sagen wir mal nach B8, König D4, der Rückzug Springer A7, der noch hässlicher aussieht, der ist aber sogar noch spielbar. Kommt zwar auch König D4 und Weiß behält ein bisschen Druck, aber weil ich immer diese Möglichkeit Springer B5 habe, ist das nicht ganz so schlimm. Also wenn ich jetzt mal Turm D6 und Turm C8 oder sowas spiele und
Und dann mit Springer B5 versuche, den König wieder rauszuschmeißen. Ja. Okay, aber König F6 ist klar der beste Zug, nachdem Schwarz keine Probleme mehr haben sollte. Weiß nimmt natürlich gerne weg. Ja, wenn es nicht tut, zieht der Springer nach E7 zurück. Das Feld ist jetzt frei geworden und dann wird es zattenduster langsam für den Bauern D5. Ja. Also man muss dieses Figurenopfer auch annehmen. D mal C6. Tja, aber jetzt wird schon luftig. König F4, jetzt muss er natürlich an die frische Frühlingsluft. Und jetzt kommt ein Fehler, der nirgendwo als solcher erkannt wurde. Mhm. Aber ja, ohne Computer ist das wahrscheinlich nicht zu finden. Oder man muss da wirklich stundenlang suchen. Ich meine, die Kommentare für die Schachzeitungen und für den Informator, meist reicht einer sowieso 10 eigene Partien ein und da will er nicht einen ganzen Monat dran analysieren, dann hat er nichts verdient. Also es kam Turm E4. Die Alternative G5 ist schon damals natürlich angegeben worden. Bei Chessbase heißt es, also in der Megadatenbank, das wäre ganz schlecht. Das stimmt nicht. Pinter hat sicherlich recht, wenn er den als interessant bezeichnet. Ja. Und der führt aber zu ganz asymmetrischen Stellungen. Wichtig ist zu bemerken, dass man den Bauern nicht nehmen darf. Auf Springer G5 kommt Turm D4, König muss zurück, Turm G4, König H3 und Läufer schlägt sich. Man darf ja nicht vergessen, dass der B7 zwischendurch auch noch hängt, ne? Vor lauter Matt setzen. Jetzt hingegen steht der weiße König schlecht, also auf G2 droht Matt, der Springer G5 hängt und der Läufer C4 hängt auch. Also Schwarz wird was zurückbekommen und der weiße König steht immer noch schlecht. Ja. Also das wäre nicht gegangen, der König muss also nach G3 zurück im 24. Zug, dann F4 Schach, König H3, Läufer C6. Läufer C8 ist auch möglich, aber warum? Man muss den Bauern ja nicht leben lassen auf C6. Mhm. Aber Läufer C8 ist G4 der einzige Zug. H5, jetzt droht wieder, ne? Gabel und Vorteil. Weglaufen. König muss zurück, H mal G4 und der Springer geht zurück nach E1. Laut Pinter unklar und das wird auch hinhauen, weil die weißen Figuren überhaupt nicht zusammenarbeiten. Ja. Also da ist Kompensation für die Figur. Aber trotzdem ist Läufer schlägt C6 besser. Einfach weil man sich keine Gedanken mehr um den C-Bauern machen muss. Auch hier jetzt wird der Turm aus der Ecke geholt. H5, Turm E8, Läufer E8. Jetzt wieder muss der Springer abhauen aus der Gabel. Springer E1, Turm D4. Jetzt ist noch am stärksten Turm C1. Wenn sich Weiß hier im 29. Zug auf A6 bedient, dann kann es eine ganz witzige Remis-Variante geben, nämlich Läufer G6. Jetzt droht einfach der B-Bauer durchzulaufen. Mhm. Turm A4 ist eigentlich der vernünftigste Zug dagegen. Ja, dann wird er wieder angegriffen, muss wieder zurück und Läufer G6 und Remis. Ja. Das war jetzt, wenn 29. Läufer schlägt A6 kommt. Aber der natürliche Entwicklungszug Turm C1 kann ja auch nicht falsch sein. Jetzt wendet sich der schwarze Läufer aber wieder dem König zu. Läufer D7 Schach, G4, H mal G4, König G2, Läufer C6, König G1, Läufer E4. Und wiederum vielleicht leichter Vorteil noch für Weiß. Er hat eben mehr Material, aber seine Figuren stehen echt schlecht, arbeiten auch nicht zusammen. Läufer schlägt A6 würde sich hier sofort verbieten wegen B3 und da muss man schon fast aufgeben, weil der B-Bauer einfach durchläuft. Also es ist sehr, sehr schwierig für Weiß hier diesen Mehrspringer, der so übel steht, zur Geltung zu bringen. So, das wäre aber das gewesen, was Schwarz hätte spielen müssen. Mhm. Ja, er hat aber Turm E4. 23. Turm E4 Schach gegeben, König G3. Und jetzt muss man mal gucken, was gibt es hier an Alternativen. Im Text folgte Läufer C8, also schon mit Hinblick darauf, dass der weiße König nach H3 getrieben wird und dann soll er in der Diagonale des Läufers C8 stehen. Wenn wir uns jetzt mal die Alternative angucken, Turm G4 Schach, König H3, Läufer C8 wäre jetzt Zugumstellung. Mhm.
Läufer schlägt C6. Jetzt ist am stärksten, auch wieder nicht gierig zu sein, sondern sich zu entwickeln, Turm AC1, weil es ja auch nicht nur den Läufer C4 deckt, sondern auch bis C6 durchguckt. Strahlt, ja. Und also die Folge von Läufer A6 sind in den Varianten angegeben. Und jetzt geht es auch schon nicht wirklich weiter bei Schwarz. Er kann noch versuchen, weiter ein paar Kräfte auf den weißen König zu werfen mit G5. Jetzt können wir, weil es mit Tempo ist, auf A6 nehmen. Läufer D5, Turm HD1, H5. Und jetzt kann in der Folgeweise mal ausnutzen, dass jeder Abtausch für ihn günstig ist und dass auch der Turm D8 ungedeckt rumsteht, beziehungsweise der Läufer D5 gefesselt ist. Also Turm C6, König E7, Turm E1. Jetzt gibt es schon nichts anderes mehr, als Turm E4 zu spielen. Ja, und dann nach Turm E4, Läufer E4, Turm B6 tauscht sich alles ab. Figur kriegen wir zwar noch zurück. G4, König G3, schlägt, Läufer D5, Turm B4. Ja, das ist ein Mehrbauer, das sind weitere Zielscheiben auf F5 und H5. Also das ist deutlicher Vorteil. Das ist schon hoffnungslos, ja. Aber Pinter spielte Läufer C8, Turm AC1, guter Zug, Turm G4 Schach, König H3, F4 und da kommen wir jetzt an den Knackpunkt. Mhm. Also in der Partie folgte ein Verlustzug. In allen Kommentaren wurde angegeben, dass Weiß sich hier retten konnte mit Remis. Und Tatsache ist, mit Computerhilfe findest du dann raus, dass Weiß auf Gewinn steht. So dann schauen wir mal. Kann das sich ändern? Am besten gehen wir erst den Text durch. Genau. Also Springer E5, da muss man jetzt mal Fragezeichen geben. Sicherlich ein fantasievoller Verteidigungsversuch, aber eben unzureichend. Wenn man den nimmt, König E5, wo habe ich es? Hier, König E5, das ist nicht so gut. Jetzt kriegt Weiß wieder so eine Koordination hin. Turm HE1 Schach, König F6, Läufer E6. Den Zug mal bitte merken, der ist in dieser Variante in den zeitgenössischen Kommentaren angegeben. Da brechen die Kommentare ab und sagen, besser für Weiß. Es ist auch besser für Weiß. Jetzt noch nicht so dramatisch. Das wird ein Turmendspiel mit Mehrbauern. Nach Läufer schlägt, Turm schlägt, König schlägt G4, König E5, Turm C4, B3, Turm F4, Turm D2. Schwarz hat ja auch einen aktiven Turm. C7, Turm C2. Jetzt müssen sich die beiden Freibauern gegeneinander abtauschen. Turm B4, König D6, Turm B3, König C7. Ja klar spielt das jeder lieber mit Weiß, aber es ist noch nicht 100% klar, wie das verwertet werden soll. Na gut, auf den A6 muss man noch ein bisschen aufpassen. Ja, aber Weiß muss auch auf A5 aufpassen und F2, G2 hängen ja auch noch theoretisch. Ich kann ja, weil die Bauernstruktur im Königsflügel noch recht günstig ist, kann ich auf Turm C6 spielen. Ich bin viel schneller mit meinem A-Bauern als Schwarzer. Das stimmt. Da knüpfen wir ans Thema Bauernendspiele wieder an. Genau. Was ihr hier vorher ein bisschen was aufgenommen habt. Okay. Also König E5 ist nicht so gut. In der Partie kam König G5. Das reicht zum Gewinn. Aber hier wieder ein brutales Silikon. Die spielen im 27. Zug Turm G3, Doppelschach, König H4 und jetzt ebenso ganz stiller Zug H5. Jetzt droht G7, G5, König schlägt H5, Turm H8 matt. Und das ist auch nicht mehr vernünftig zu verhindern. Nee. König H5 verbietet sich. Ja. Auch wiederum wegen matt. Computer zieht hier noch Springer G6. Ja. Also G6, dann hat er wenigstens das matt aufgehoben. Aber der Angriff ist ja, der läuft ja immer durchschlagend. Ja. Und dann ohne was geopfert zu haben. Ja. Aber Partie war König G5. Springer F7 Schach. König H5. Ja, jetzt droht Turm G3 oder Turm H4, jeweils Doppelschach und matt. Also mal anfesseln. Also mal schön anfesseln. Aber dieser Läufer ist ja jetzt auch gezwungen, auf der Diagonalen zu bleiben und den Turm G4 gefesselt zu halten. Also kann mit Turm D3 der nächste ran. Und ja, wie ich es jetzt mache, mache ich es falsch. Spiele ich F3. Kommt das matt wie vorhin genannt.
Spiele ich den Läufer dazwischen, wird er eben beseitigt. Turm schlägt F3 und Matt auf G3. Also gibt's einen in dem Fall nicht auf H4 bitte, weil der König jetzt das F2 bekommen hat. Also blieb nur noch übrig einziger der Textzug G3. Jetzt kann man aber diese Fesselung aufheben. F3. Ja, kam noch ein Racheschach, Turm C5. Wenn man auf F3 nimmt, Läufer F3, Turm F3, König geht raus, Turm schlägt F7, bleibt Schwarz einfach eine Mehrfigur im Endspiel. Also Turm C5 Schach. Und jetzt kommen so Schach und Gegenschach. Mit Turm G5 wird das abgewehrt, eigentlich auch toll. Man stellt den Turm dahin, Weißanzug könnte ja matt setzen, G5, aber ist eben ist wegen Regel Schach, nicht möglich. Wegen Regel nicht möglich. Und dann kommt Weiß ist auch nicht faul, gibt auch wieder einen Schach, G4, aber Weiß hat, Schwarz hat ja glücklicherweise jetzt noch den Läufer, Läufer schlägt G4, beseitigt. König G3 und noch ein Abzugsschach hinterher, F mal E2, gefolgt von Turm schlägt C5 und Weiß büßt den ganzen Turm ein und hat aufgegeben. Der Stellung, aber, die er schon eingebüßt hat. Genau, zurück zu der Stellung nach 26. F4. Es wurde in den Textquellen, also Deutsche Schachzeitung und Informator, nur Läufer schlägt A6 erwähnt. Die Variante könnt ihr euch auch angucken, da kommt irgendein Unentschieden raus. Und es wurde auch in den Kommentaren in der Megadatabase auch der Zug C7 erwähnt. Mhm. Gehen wir nochmal zurück. So, jetzt C7. Hier werden dann eben noch Möglichkeiten für Schwarz erwähnt, wenn man den Turm nicht sofort zurückzieht, also Turm G6 Schach als Beispiel. Mhm. Da geht es aber zum Beispiel jetzt, ist G4 relativ stark, Läufer G4, König H4, denn jetzt ist keine Mattgefahr mehr da und der C-Bau ist unheimlich stark. Mhm. Der Turm D8 hängt auch erstmal. Und der Hauptzug Turm E8 wurde erwähnt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da ursprünglich an Varianten drin stand. Mhm. Aber da hieß es auch noch irgendwie ausgeglichen. Aber wir haben vorhin den Zug Läufer E6 gehabt und dieser Knaller da kommt er wieder. Entscheidet auch hier Läufer E6. Diesmal eben nicht nur ein etwas besseres Turmendspiel, sondern ein klar gewonnenes Endspiel für Weiß. Läufer E6. Ja, was machen wir? Turm G4 hängt. Mhm. Also wegnehmen. Ja. Turmschlag E6 geht nicht wegen König G4, also Läufer E6. Und jetzt der schöne stille Zug Turm C6. Als Beispiel Turm G3 Schach und man kann den König dann noch ein bisschen hochjagen. Turm E4 Schach, König H5, Turm G6. Irgendwann muss der Turm da weg, ja, weil er einfach hängt. Und jetzt sehen wir die Kraft dieses Bauern C7. Turmschlag E6, König muss nehmen, Turm E1 Schach. König D7, Turm schlägt E8, wir müssen den Bauern schlagen, Turm E4, ein paar Züge sind noch weiter angegeben, aber hier ist jetzt klar, Weiß hat ein Endspiel mit dem Springer mehr und wird es wohl gewinnen. Also war alles drin in der Partie? Es war wirklich alles drin, das heißt, das Figurenopfer war korrekt, ja. Es führt nicht zu Nachteil, aber schon zwei Züge später hat Ungenauigkeit. Ja, mehr als eine Ungenauigkeit, weil die Stellung danach objektiv verloren ist, statt unklar oder mit Kompensation. Und gut. Das hat vorher keiner erkannt. Da musste erstmal wirklich länger, also mit 3 Minuten laufen lassen pro Zug geht das auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Und da muss man auch mal, wir zumindest, dürfen dann auch mal die Maschine laufen lassen. Macht das Ganze natürlich auch sehr interessant. Die Analysen von damals, von vor fast 30 Jahren, sich anzuschauen, durchzulesen. Zwei sehr starker Spieler natürlich auch. Natürlich. Portisch, der wird dann natürlich auch rumgerechnet haben und der wird da auch mächtig geschwitzt haben. Pinter hat vielleicht auch teilweise intuitiv gespielt, vermute ich mal. Ja, naja, und die Partie ist halt auch preisgekrönt worden als die Preis für den besten Gegenangriff des Turniers damals. Der letzten Endes, wenn auch über Umwege Erfolg nicht nur versprechend war, sondern auch erfolgreich war. Ja, das war aus der Rubrik schöne Partien, die besten Partien, die fast keiner kennt. Danke dir, Sven, und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und viel Spaß noch beim Nachspielen oder vielleicht auch noch beim Weiteranalysieren. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch nochmal ein anderes Ergebnis, wenn der ein oder andere zu Hause analysiert. Danke und tschüss. Ciao.
befummeln. Genau. Hat der Pinter auch einen Preis bekommen für den besten Gegenangriff. Achso, wir sollen ja mal sagen. Ja, wir sprechen ja auch. Ja, ich sage auch noch ein bisschen was zur Partie. Portisch gegen Pinter, gespielt 1984, eine der besten Partien, die kaum einer kennt. Außer unser Sven natürlich, der hat sie mir ausgegraben.